Weil ich mag die Nacht nicht mehr. Früher kam ich damit immer ganz gut klar, aber nachdem ich in der letzten Nacht fast krepiert bin, oder ich wäre ja krepiert, wenn ich nicht auf Peaceful schnell gestellt hätte, dann seitdem mag ich die Nächte zumindest nicht mehr. Ja. Holz, 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 ich brauche Holz. So viel Holz. So viel Holz, Holz, Holz. Ja, weil ich wollte mir eigentlich gleich eine Leiter bauen. Auch da habe ich sogar eine Blume geschenkt bekommen von der Natur. Oh, das finde ich doch nett von der Natur, dass sie mir auch noch Blumen schenken. Baue ich mir nachher extra einen Garten für diese Blume. Baue ich mir daneben Schild und und schreibe auf das Schild. Oh, es wird Nacht, ich sollte jetzt nach Hause gehen. Nein, einen Baum schaffe ich noch. Hoffe ich. Wenn nicht, hau ich vorzeitig ab. Ich habe echt keinen Bock, wenn ich jetzt schon wieder von Zombies gekillt werde. Oder ich wurde ja nicht gekillt. Ich war ja so feige und habe schnell auf Peaceful gemacht, weil ich keinen Bock auf den Tod hatte. Weil ich ganz ernsthaft nicht mehr wirklich weiß, wo meine Anfangsstelle war. Ich weiß nur noch irgendwo in diesem Wald, ach, in dem Wald, wo ich gerade rausrenne. Kommen die? Oh, ich hoffe, die Zombies sind noch nicht hier. Ja, hoffentlich. Ja, direkt mein Haus gefunden. Das ist doch toll. Jetzt kann ich aber eigentlich schon wieder nichts in dieser Nacht machen. Ach ja, ich habe ja mein Bett. Aber bevor ich irgendwas mache, kann ich mir direkt mal Holz craften. Und mein 64er-Stack wieder voll. Meine Naturblume, von der naturgeschenkte Blume halt. Habe ich dann auch. Ach, dann genau, dann kann ich ja das schon machen. Da oben mal den Block kurz raushauen. Dann baue ich mir mal. Ach, Sticks brauche ich dafür. Ganz viele Sticks. Baue mir dann mal ein paar Leitern. Ach so, jetzt. Ja, 6 Leitern müssen locker reichen. Dann mache ich mir die Fackel mal weg. Baue ich mir nachher mal eine neue. Dann mache ich hier die schöne Leitern, die aus kaputtem Holz besteht. Was sehr modern aussieht. Hier baue ich mir dann gleich, glaube ich, noch eine. Oh, da ist ein Viech, was mich wahrscheinlich angreifen wird. Und dann, wie ich mein Glück kenne, würde ich dann darunter fallen und genau so fallen, dass ich ja halt unten auf der Erde bin und nicht rechtzeitig zur Tür wiederkomme. Ich habe irgendwie Schiss, dass sie durch die Holztür können. Aber eigentlich können die da nicht durch. Oder dass sie irgendwie vom Dach hier runterkommen oder so. Ich will da jetzt auch nicht drauf gehen, weil nachher bin ich dann tot. Ich sollte mir mal eine Kiste bauen für Krimskrams. Ach genau, ich wollte mir mal ein paar Fackeln nochmal machen. Dann klaue ich mir mal schnell eins. Oh, mein Steak ist fertig. Dann direkt mein anderes Steak grillen. Dann baue ich mir nochmal kurz eine oder eigentlich 4 Fackeln. Dann Fackel auf Fackel. Dann kommt da nochmal eine Fackel hin, damit meine Treppe auch schön ausgeleuchtet ist. Ich wollte jetzt eigentlich rausgehen und draußen gucken. Ich habe aber, glaube ich, draußen Fackeln, soweit ich mich erinnern kann. Ja, zumindest. Oh, ich gehe mal schlafen in meinem Katzenbett. Aber weil man auch eigentlich sehr gut schlafen kann, wenn das ganze Zimmer mit Fackeln ausgeleuchtet ist. Ja, ist ja auch egal. Zumindest, ich war jetzt schlafen. Es ist wieder Tag. Was ich mag, den Tag mag ich viel mehr als die Nacht. Weil. Oh, da hinten sieht man noch die Zombies verbrennen. Oh, da sieht man einen Creeper. Den soll ich nicht zu nahe kommen. Die Skelette leben ja alle noch und die Zombies. Stirbt mal schneller. Ah, ich will eure Sachen klauen. Ja, ich will eigentlich nur noch eure Sachen klauen. Dann könnte ich hier drauf eigentlich direkt schon ein anständiges Dach bauen. Aber das dauert. Na, ich baue hier noch mal ein Stockwerk auf. Oh, ich habe sogar eine schöne Idee für ein Stockwerk. Ich baue mir nämlich ein größeres Stockwerk als unten. Wie das wohl aussah? Wie eine volltraume Pyramide. Warum verschwindet der Creeper nicht? Ich habe kein Schwert. Creeper, ich kann den nicht. Sonst sind die doch auch immer verbrannt oder zumindest großteilig verschwunden, als der Tag angebrochen ist. Oder verschwinden die ab jetzt nicht mehr? Ja, wahrscheinlich wartet der nur, dass ich hier irgendwie runterfalle, damit er mich umbringen kann. Der Mörder. Soll ich nun die Breite größer machen? Ich könnte auch nach vorne größer machen, aber. Nein, Creeper, lass mich in Ruhe. Aber wenn er jetzt verschwinden würde. Da steht da unten natürlich, ich weiß es. Ja, guck, da ist er.
Treffe ich ihn von hier? Es war so klar, dass ich ihn nicht treffe. Komm, eine Kiste kann ich verschwenden. Verschwinde! Ich bewerf dich! Verschwinde! Nicht, dass er das nachher noch frisst oder so. Weil ich so komische Schluckgeräusche nicht teile. Also es sah aus, als wenn er schluckt. Ich habe jetzt echt keinen Bock hier runterzufahren. Nicht, dass er nachher meine Holzkisten wegfuttert. Och, geh doch nicht da, wo ich arbeite. Guck mal. Wie böse. Mit was für einem bösen Grinsen er da um die Ecke. Heute berührt mich. Kommt er da mit einem bösen Grinsen um die Ecke? Oh, ich habe jetzt aber auch eigentlich keinen Bock da runter zu gehen, weil ich noch kein Eisen habe. Ich will ihn hauen. Oh, wenn er springt, treffe ich ihn. Gut. Oh, mit Glück kriege ich sogar, wenn ich ihn noch vor... nicht, dass er ihn back und gleich klebt er hier oben. Ja, spring, spring doch. Ich will dich hauen. Komm. Komm näher. Pussy. Wack, und da bin ich doch. Sehr lebensmüde, weil ich da... Erst werfe ich meinen Creeper mit Kisten ab und dann stelle ich meine Kisten fast. Wo ist der Creeper? Hüpf, hüpf! Hüpf doch, du Creeper! Aha, ha? Nick, du musst nicht nicken, du musst springen. Habe ich jetzt eigentlich schon genug gebaut oder muss ich noch? Ach, ich muss, glaube ich, noch. Ja, ich muss noch eins bauen. Oh, kann ich ihn da auch hauen? Ja, und jetzt. Nicht, dass er mich gleich noch berührt. Wie oft muss ich den schlagen? Ich habe auf easy gestellt und nicht auf High-End. Dass die Viecher nicht sterben können. Ich habe nichts wo Stärkeres, womit ich dich hauen könnte. Ey, wie lange überlebt der? Ah, jetzt. Oh, warte, ist hier noch irgendwo ein Creeper? Oh nein, weil dann kriege ich hier... Das müsste theoretisch... Nein, nicht wegwerfen. Oh, da kriege ich meine Kiste noch wieder. Und das Schwarzpulver. Theoretisch müsste das Gunpulver, also Schwarzpulver sein. Mal kurz gucken. Ja. Weil dann werde ich auch irgendwann vielleicht nochmal dazu kommen, ein TNT-Block zu bauen und... da mache ich mir vielleicht so ein Festival, so, wo ich so mich in so einen Raum baue und dann nichts mitnehme, TNT reinklopp. Ganz, also nicht allzu viel TNT, also halt, ja, also wohl TNT, aber halt nicht so viel TNT reinkloppt. Und dann warte ich, bis ganz viele Zombies und so vor mir stehen. Muss aufpassen, dass die Creeper mich nicht in die Luft hängen und ich habe schon wieder zu wenig Holz. Ja, zumindest wo die Creeper mich da nicht treffen und dann spreng ich das Teil aber in die Luft. Das glaubt man kaum, wie ich das in die Luft spreng dann. Ja, also noch Schweine killen. Nein, die rennen jetzt eh wieder weg. Habe ich jetzt keine Lust. Ach, hier sind noch mehr Blumen. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Ja, zumindest. Ich kann eh keine. Habe ohne irgendetwas gegen Schweine keine Chance, weil sie sind glaube ich, die Rennwagen in Minecraft. Zumindest so von der Geschwindigkeit her. Ja. Ob die Kühe auch so schnell rennen? Ich verliere gar kein Essen, fällt mir gerade mal auf. Sonst habe ich doch, als ich letztes Mal das so lange schon rumgelaufen bin, hatte ich schon richtig viel verloren. Warum jetzt nicht? Mache ich nicht genug anstrengende Arbeiten? Denkt mein das Spiel, ach ja, der macht nicht genug, der macht nicht genug. Der hat's nicht verdient. Oh, noch ein paar Säte einsammeln. Der hat es nicht verdient, Essen zu verlieren. Ja, eigentlich ist ja auch gar nicht schlecht, Essen. Also, ist ja eigentlich sogar besser, wenn man dann kein Essen verliert. Muss ich mir nicht mein Steak gleich essen. Habe ich mein Steak für nächste Mal, wenn ich mal so eine Grillparty schmeiße oder so. Ja, war das ja auch schon stylisch, Grillparty. Alleine. Ohne Grill, ganz alleine. Weil, Singleplayer und so. Wäre auch schon... Also, wenn auf mein Singleplayer-Server andere... Spieler könnten. Das wäre schon irgendwie unlogisch. Aber ist auch egal. Ja. Ob das Holz reicht, so wie ich mich kenne, reicht das Holz nicht. Statt ich mir einmal richtig viel Holz hole und dann kaum noch Holz... Oh, ich hau dich. Und dann kaum noch Holz brauche. Ja. Aber dann baue ich mein Haus eh wieder weiter. Und dann... brauche ich eh zum Schluss wieder Holz, also
Obwohl ich es eigentlich echt nicht mag, die ganze Zeit den Ball zu rennen. Und ich will auch nicht direkt von da ganz vorne Bäume weghauen, weil das raubt mir die geile Aussicht auf diesen Wald. Weil die finde ich eigentlich wohl schon ganz geil, die Aussicht auf den schönen Wald. Der wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben hat, wenn er dann nämlich keine Bäume mehr beinhaltet, weil dann steht da nur noch eine Wiese. Was auch schon doof wäre. Ja, noch ein bisschen, noch ein Baum. Ein Baum vielleicht noch. Nein, den Baum mag ich nicht. Irgendwie habe ich in allen meinen Minecraft-Welten zum Schluss nur noch diese weißen Bäume stehen. Vom Aussehen her finde ich die braunen besser. Als Holz finde ich die braunen besser. Ich fäll immer die braunen, obwohl ich die weißen nicht mag. Weil ich irgendwie das Holz. Ich schätze wahrscheinlich. Ich denke wahrscheinlich. Oh, das Holz von den braunen Bäumen ist viel besser, ist viel härter. Ist wahrscheinlich Eiche oder so. Und ich weiß gar nicht, ist Eiche härter? Weiß ich nicht. Hätte ich mal in Bio aufpassen sollen. Aber ist ja auch egal. Falls das noch mal lebenswichtig ist, es gibt ja noch Google. Da findet man alles heraus. Dank Google brauche ich auch nicht mehr so oft Hausaufgaben. Oder nicht, sind meine Hausaufgaben nicht mehr so schwer. Google hilft mir immer. Ich glaube, ich schicke irgendwann mal Google eine Freundschaftsanfrage. Also dem Programm Google, nicht den Machern von Google, die kenne ich ja nicht. Aber Google, den kenne ich ja, also das Programm. Ja, ich habe jetzt wohl eigentlich zwei Bäume gefällt, obwohl ich nur einen fällen wollte, ist ja aber auch egal. Aber wenn ich jetzt, na da. Warum komme ich immer direkt aus dem Waldstück, wo mein Haus ist? Guck, da sieht man doch schon, da sind schon wieder viel mehr Weiße. Oder das ist jetzt nur Einbildung. Da sind eigentlich gleich viele. Habe ich Sand? Weil das sieht ja schon irgendwie wohl doof aus, das an der Seite das Creeperloch. Also diese Tür mit diesem sieht nämlich nicht sehr stabil aus mit dem Texture Pack. Ich glaube, ich lasse so und dann mache ich so hier so ganz viele Scheiben rein. Warte, erstmal nur die Hälfte. Dann mache ich da mal ganz viele Scheiben rein. Und dann mal gucken, wie das dann aussieht. Und wenn, ich verschwende immer gern. Kommt ja auch nicht so drauf an. Ja. Nee, hier lasse ich dann, glaube ich, erstmal. Dann. Ich könnte schön. Ja, ich glaube, das mache ich. So das Holz, was ich eigentlich immer umwandle. Ach nein, das waren drei. Scheiße. Ja, eins wieder abbauen. Und dann mache ich hier drauf vielleicht. Ja, ich glaube, ich mache hier drauf. Das ist dann sowieso mein Schlafzimmer. Oder bisher noch mein Schlafzimmer. Vielleicht mache ich da mal irgendwann so einen Raum und dann ist das so ein wirrer Haus. So kein Haus, typisches Haus, sondern ein anderes Haus. Ist jetzt schon wieder Nacht? Wie lange war ich im Wald? Hä? Ach ja, genau, dazu, mir das letzte Mal, nachdem ich off war, habe ich mir nochmal Gedanken über diese zwei Bäume gemacht. Ach, Bäume, Berge. Wo mir eingefallen ist, ich könnte ja vielleicht so aus Holz oder aus irgendwas anderen probieren, so, dass das so aussieht, als wenn da so eine Hängebrücke so rüber gehen würde. Sähe ja eigentlich wohl schon stylisch aus. Dann könnte man so das so drüber laufen und dann kann ich so zwei Häuser bauen. Oder vielleicht sogar noch mit so einem Glas Tunnel über der Hängebrücke her. Weil man dann ja nicht die Glasbrücke benutzen würde. Was wollte ich hier unten jetzt eigentlich? Ach, Glas, stimmt ja. Oh ja, super, jetzt ist Nacht. Jetzt kann ich ja auch gar keinen Sand abtragen. Das ist jetzt schon irgendwie doof. Weil ich wollte da oben nämlich auch Glas machen. Aber theoretisch könnte ich ja da so machen. Jetzt kann ich bei jedem einzelnen Holzteil verschwenden. Baue ich das mal direkt weg. Bei jedem einzelnen so ein Teil mehr machen, weil dann kann ich so wie so eine riesige Glasplatte, die sich so daran festhält, obendrauf auch noch so Glas machen. Wobei ich, seit es die Glasscheiben gibt, die ich noch nie benutzt habe irgendwie, weil ich diese Glasblöcke immer mir mache, ich weiß gar nicht, kann man Glasscheiben auch eigentlich so, wenn man die so hinstellt, in die Luft legen?